Hallihallo, Hallöchen, meine Hübschen. Heute geht es um die Botschaft von Akita. Die Botschaft von Akita ist eine Serie von Erscheinungen und Botschaften der Jungfrau Maria. Die Schwester Agnes Katsuko Sasagawa in Akita, Japan im Jahr 1973 erhalten hat. Diese Botschaften haben weltweite Aufmerksamkeit erregt und wurden von der katholischen Kirche anerkannt. Die wichtigste Botschaft wurde am 13. Oktober 1973 übermittelt und enthält eine ernste Warnung und prophetische Aussagen über die Zukunft der Menschheit und der Kirche. Kommen wir nun zur Botschaft von Akita. Die Botschaft unserer lieben Frau von Akita vom 13. Oktober 1973. Die Ankündigung der Strafe. Meine geliebte Tochter, höre mir gut zu, was ich dir nun sagen werde, und teile es deiner Oberin mit. Wenn die Menschen nicht bereuen und sich nicht bessern, wird der Vater der ganzen Menschheit eine fürchterliche Züchtigung schicken. Eine Strafe, weit schlimmer als die Sintflut. Eine Strafe, wie sie bis jetzt noch nicht vorgekommen ist. Feuer wird vom Himmel fallen und einen großen Teil der Menschheit dahin raffen. Sowohl die Bösen als auch die Guten. Weder Gläubiger noch Priester werden verschont werden. Die Überlebenden werden so betrübt sein, dass sie die Toten beneiden werden. Die einzigen Waffen, die dann bleiben, werden der Rosenkranz und das Zeichen meines Sohnes sein. Mit dem Rosenkranz betet für den Papst, die Bischöfe und die Priester. Die Handlung des Teufels wird sogar ins Innere der Kirche eindringen, so dass Kardinäle gegeneinander auftreten werden und Bischöfe gegen Bischöfe. Die Priester, die mich verehren, werden verachtet und von anderen Priestern bekämpft werden. Die Kirchen und die Altäre werden geplündert werden. Die Kirche wird voll sein von denen, die falsche Kompromisse akzeptieren. Und der Teufel wird viele Priester und gottgeweihte Seelen dazu treiben, den Dienst am Herrn zu verlassen. Der Teufel wird vor allem die gottgeweihten Seelen erbittert bekämpfen. Der Gedanke an den Verlust so vieler Seelen ist die Ursache meiner großen Traurigkeit. Wenn die Sünden zunehmen, zahlenmäßig und in Schwere, wird es keine Verzeihung mehr geben. Betet oft den Rosenkranz. Diejenigen, die ihr Vertrauen in mich setzen, werden gerettet werden. Am 4. Januar 1975 begann die Statue der Madonna in der Kapelle der Dienerinnen der Eucharistie Bluttränen zu weinen. Bis zum 15. September 1981, 101 Mal. Der Diözesanbischof Monsignore Ito war Augenzeuge vom Tränenfluss. Am Tag, als der Tränenfluss begann, erschien der Engel der Schwester Agnes und sagte: Du brauchst nicht verwundert zu sein, die heilige Jungfrau weinend zu sehen. Denn eine einzige Seele, die sich bekehrt, ist sehr wertvoll für ihr Herz. Sie zeigt ihren Schmerz, um euren Glauben zu beleben, der so schwach und zerbrechlich ist. Jetzt, da ihr ihre wertvollen Tränen erblickt habt und um sie zu trösten, sprecht mutig davon und verbreitet diese Verehrung zu ihrem Ruhm und dem ihres Sohnes. Die Botschaft von Akita wurde von der katholischen Kirche anerkannt. Diese Botschaft hat auch in der heutigen Zeit Relevanz, da wir von einer Krise in die nächste Krise geraten. Die Botschaft bietet tiefgreifende Einsichten und Warnungen, die uns zum Nachdenken anregen sollten. Das Feuer, was vom Himmel fällt, kann man in der heutigen Zeit auch mit Waldbränden, Vulkanausbrüchen in Verbindung bringen oder als Metapher sehen. Wir brauchen ja nur mal an Hawaii zu denken. Wer hat nicht die schrecklichen Bilder der Flammen noch im Kopf? Wir haben aber auch in den letzten 3 Jahren mitbekommen, wie zerbrechlich die Menschheit und Gesellschaft ist, ohne darauf näher eingehen zu wollen. Der Verlust traditioneller Werte ist in vielen Gesellschaften und Gesellschaftsschichten stark zu erkennen. Viele treten aus der Kirche
aus und beenden oft damit ihren Glauben an eine höhere Macht. Wobei ich der Meinung bin, dass ein Glaube nichts mit der Kirche zu tun haben muss. Außerdem ist auch der Verfall innerhalb der Kirche gut zu beobachten. Denken wir an die vielen negativen Schlagzeilen, die die Kirche gemacht hat. Ja, sei es um Kinder, um Geld, Macht und Ähnliches. Trotz, dass diese Botschaft eine düstere Vorhersage enthält, ist sie trotzdem auch eine Hoffnung. Denn ein Glaube und ein Gebet können Schutz bieten und Auswirkungen von Katastrophen eventuell doch lindern, wenn man daran glaubt. Denn wie ihr wisst, kann der Glaube manchmal Berge versetzen. Ob ich persönlich für den Papst oder Bischöfe oder Priester beten würde, stelle ich in starke Zweifel. Aber ich würde im Glauben an eine Allmacht meine Gebete weiterhin losschicken. Drücke ich es mal so aus. Also können wir schlussfolgern, dass diese Botschaft ein Anstoß ist an uns oder für uns aus der Vergangenheit, um uns in der heutigen Zeit inmitten von Katastrophen, Umweltkatastrophen, Pandemien und zunehmendem moralischen Verfall der Gesellschaft eine Haltung einzunehmen, in der wir in uns gehen und unser Handeln und Denken überdenken oder darüber nachzudenken. Was haltet ihr von der Botschaft und mit welchen Ereignissen setzt ihr sie in Verbindung? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst ein Like da, ein Abo da und tülütü, meine Hübschen.